Hi Folks, es ist schon wieder Mittwoch. Es ist es ist gerade was relativ Lustiges passiert. Ich fand es jedenfalls lustig. Und zwar habe ich mir mein Headset, was ich besitze, jetzt nochmal bestellt. Jetzt werden die meisten von euch sagen, ja, Junge, was ist denn mit dir nicht richtig? Es hat einen kleinen Fehler. Ich weiß nicht, was auf einmal los ist. Der Regler für die Lautstärke ist nicht mehr so smooth. Irgendwas ist da und das gefällt mir nicht. Und dann habe ich halt den Support angeschrieben und die meinten, ja, dann schickst du es halt zurück, kriegst das Geld wieder. Und ich habe es jetzt halt neu bestellt. Das kostet jetzt nur noch 179 Euro, vorher über 200. Das heißt, ich habe sogar noch ein bisschen Geld gespart und habe jetzt hier ein neues Headset. Und da das halt einen gewissen Preis hat, muss man so ein Passwort dem Amazon-Fahrer sagen. Und das war echt lustig gerade, weil ich habe es halt auf dem Handy das Passwort aufgemacht. Er hat geklingelt und wir haben uns dann quasi im Hausflur so mitten auf der Treppe quasi getroffen. Und dann, ja, es sind ja halt viele Fahrer, die jetzt nicht unbedingt Deutsche sind. Und dann stehen wir halt da beide auf der Treppe und er so, hast du Passwort? Und habe ich ihm halt das Passwort gezeigt und ich fand das irgendwie so lustig, wie das halt einfach kam, da auf der Treppe so voll die Übergabe, so, hast du Passwort? Und habe ich mich gerade einfach sehr drüber amüsiert. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall das neue Headset hier. Das alte werde ich dann höchstwahrscheinlich morgen zurückschicken. Und ja, dann sollte das doch alles wieder wunderbar funktionieren. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nichts groß zu erzählen. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen aufräumen, dann kochen, futtern, vielleicht noch eine Runde zocken und dann ist der Tag tatsächlich auch schon wieder gelaufen. Naja, das wollte ich auf jeden Fall mal kurz erzählen, weil, wie gesagt, das hat mich irgendwie amüsiert. Und ich sag wie immer, wir sehen uns beim nächsten Schnipsel. Hi Folks, es ist Donnerstag. Genau, es ist Donnerstag und wie ihr seht, ja, es ist ziemlich schönes Wetter. Die Sonne scheint und ich hatte einfach gar keinen Bock zu Hause rumzusitzen. Und deswegen bin ich ja aufs Rad und bin jetzt einfach mal zu meinem Kumpel gefahren. Der arbeitet hier in der Nähe und ja, ich war leider nur knapp 10 Minuten unterwegs. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen weiter weg. Egal, auf jeden Fall habe ich ihn gerade quasi mal besucht im Büro, habe ein bisschen mit ihm gequatscht und so. Und direkt nebenan quasi, also keine 5 Minuten, bin ich jetzt hier beim Trainingsgelände von unserer Arminia. Hier ist natürlich jetzt gerade absolut nichts los, aber was ich mega krass finde, ist dieses heftige neue Gebäude, was sie hier einfach hingesetzt haben. Ich weiß noch nicht mal wirklich, was das genau ist, aber es ist definitiv ziemlich mächtig und ja, dachte ich, da nehme ich euch doch einfach mal ein bisschen mit. Grüße gehen übrigens raus an den Onkel Weidemann, den Schraufgezockt. Der hat sich ja mal ein bisschen mehr Outdoor-Action gewünscht. Ich hoffe, damit komme ich deinem Wunsch jedoch ganz gut nach. Und ja, deswegen, weil das ist halt wirklich direkt um die Ecke und ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Zeig euch das hier mal, weil ich finde das schon ziemlich cool, also nicht nur das Trainingsgelände an sich, sondern halt hier auch einfach dieses neue Gebäude, übrigens auch echt vorbildlich, hier mit so viel Parkplätzen fürs Fahrrad, Daumen hoch dafür, finde ich richtig cool. So, ja, ich werde jetzt noch ein bisschen durch die Gegend fahren, ich denke mal, allzu großen Umweg nach Hause werde ich jetzt nicht mehr machen, aber ja, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, ist ja noch relativ früh und ich habe einfach Lust, noch so ein bisschen mit dem Bike durch die Gegend zu fahren. Ja, morgen soll es ja leider schon wieder schlechter werden, von daher mal gucken, wo ich noch so lande. Falls ich noch irgendwas Spannendes unterwegs sehe, dann kann ich mich ja noch mal melden. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Schnipsel.
So, ich bin wieder zu Hause. War doch auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Fahrt für so spontan. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich werde jetzt noch die Mülltonne wieder reinholen. Weil meine Nachbarn sind ja im Urlaub. Und genau, ich habe für die halt die Mülltonne an die Straße gestellt und die hole ich jetzt wieder rein. Dann geht's hoch. Ich glaube, ich gehe auf jeden Fall nochmal duschen. Und ja, dann werde ich was essen und dann den Abend einfach noch ein bisschen chillig ausklingen lassen. Ja, und dann ist morgen ja auch schon Freitag. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, der Gärtner war heute auch da. Also unser Garten ist wieder tipptopp getrimmt. Was nicht ganz so tipptopp ist, ist hier momentan meine Gartenecke. Was auch ziemlich uncool ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da eine tote Ratte liegt. Ja, die hatte ich die Tage hier schon gesehen. Ich war nämlich, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, hier hinten im Garten. Und dann saß die da einfach und ist auch nicht weggelaufen. Deswegen habe ich mir auch schon gedacht gehabt, dass die irgendwie krank ist. Jetzt liegt sie da und ist tot. Toll, habe ich auch richtig Bock drauf, die dann da zu entsorgen. Ja, was soll ich sagen? Muss halt sein. Auf jeden Fall. Übrigens, was ich euch noch zeigen wollte, ist, dass der Gärtner eine sehr coole Konstruktion hier gemacht hat mit meiner Hängematte und meiner Liege. warum auch nicht? Ist auch nicht schlecht. So, wie gesagt, ich werde jetzt die Mülltonne gerade reinholen, dann geht's hoch, duschen und ich habe richtig Hunger. So, hoch die Hände, Wochenende. Ich werde jetzt kurz in Rewe, werde kurz das Headset wegschicken, damit ich die Kohle wieder bekomme. Und dann, vielleicht hört man es gerade im Hintergrund, meine Waschmaschine läuft, werde ich die 60er Wäsche gleich kurz noch in den Trockner ballern. Ja, vielleicht kaufe ich gleich im Rewe noch ein bisschen was ein, paar Kleinigkeiten, ja, und dann ist auf jeden Fall erstmal chillen angesagt. Ich weiß noch nicht, was an diesem Wochenende abgeht. Ich feiere ja nächstes Wochenende meinen Geburtstag nach und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es dieses Wochenende recht ruhig wird, aber man weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ich sage erstmal bis zum nächsten Schnipsel. Jetzt hätte ich gerade schon wieder fast die Krise bekommen, weil der DHL-Schalter wegen technischen Problemen nicht besetzt ist. Dann wollte ich draußen zur Packstation. Eigentlich stand da gerade ein DHL-Fahrer und ich wollte ihm eigentlich nur fragen, ob ich die diese Sendungsrücksendenummer von Amazon, ob ich das damit auch in die Packstation packen kann. Meinte er, ja, gib's mir. Ist ja geil, ey. Da hat er das für mich abgescannt und hat er es jetzt halt und jetzt ist es auf jeden Fall weg. Aber ich weiß halt auch dann für die Zukunft, dass ich das dann auch einfach in die Packstation packen kann, die ja dann da direkt bei mir vom Rewe ist. Also hat alles wunderbar geklappt und jetzt kann das Wochenende beginnen. Bis denn dann erstmal. Hi Folks, es ist Samstag und ihr seht, ich bin schon wieder im Fahrradoutfit. Genau, ich bin heute Morgen irgendwie um 6 Uhr schon wach gewesen und da habe ich schon gemerkt, ja, draußen sieht es eigentlich ganz gut aus und ich habe irgendwie Bock auf jeden Fall raus. Ja, jetzt bin ich jetzt hier beim Schrammi. Schrammi! Den kennt er mittlerweile. Und wir werden jetzt gleich auch irgendwie eine kleine Tour fahren. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil, ja, sein Bike ist eher so City-E-Bike. Ich weiß nicht, wie weit der dann mit seinem Akku kommt und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, Hauptsache was machen. Das machen wir. Wir steigen dann halt gleich aufs Rad und dann gucken wir mal, wohin es uns führt. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Schnipsel. So, wir sind jetzt hier angekommen beim Wasserschloss Tatenhausen. Ihr seht es ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist alles ganz schick und schön und kann man sich gut angucken. Jetzt kommt auch gerade so ein bisschen noch die Sonne raus. Was man allerdings nicht darf, ist da den Hof betreten. Das ist schon mal irgendwie ein bisschen blöde. Und ich hatte mir das hier alles ehrlich gesagt ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich dachte, man könnte sich hier vielleicht noch hinsetzen, könnte hier irgendwie noch ein Bierchen trinken oder so oder ein Stück Kuchen essen, whatever. Nö, ist nicht. Also das, was ihr hier quasi jetzt gerade seht, ist alles.
Naja, aber letztendlich muss ich auf jeden Fall sagen, ich hasse es, irgendwo hinzufahren ohne Ziel. Jetzt hatten wir zumindest ein Ziel. Ja, sind jetzt hier angekommen und mal gucken, wo wir jetzt gleich irgendwie noch landen werden. Ob wir jetzt einfach stumpf wieder zurückfahren, eine andere Strecke zurückfahren, vielleicht sogar noch ein Stück weiterfahren. Das werden wir jetzt mal entscheiden. Und ja, auf jeden Fall, das hier ist das Wasserschloss Tatenhausen. Dann haben wir das auch mal gesehen. So, bis zum nächsten Schnipsel. Hi, Folks. Es ist Sonntag und ja, wir haben es jetzt 15 Uhr. Bin eigentlich heute nur zu Hause, nur am Chillen. Irgendwie, ja, hat sich nichts ergeben, rauszugehen, obwohl das Wetter eigentlich ganz schön ist. Ja, ich werde, denke ich mal, gleich die ganzen Sachen ja, auf den Rechner ziehen und dann den Wochenrückblick schneiden. Ich wollte aber noch kurz was erzählen, denn wir haben gestern mal wieder, ja, ist ja eigentlich schon Standard, mit dem Olli und mit dem Volker haben wir zu dritt Rocket League gezockt. Und da haben wir uns natürlich logischerweise auch ein bisschen unterhalten. Wir reden ja auch miteinander. Kommunikation ist ja wichtig. Und da kam irgendwie bei raus, dass es jetzt die Möglichkeit wohl gibt, oder vielleicht gibt es die Möglichkeit auch schon länger. Aktuell läuft jedenfalls eine Aktion, dass man über den Xbox Game Pass Ultimate bis zum 25. Nee, bis zum, irgendwie bis Januar 2025 auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, 3 Monate Discord Nitro zu benutzen. Und in diesen 3 Monaten Nitro, wir können das eigentlich kaum glauben, ist jeden Monat sind 2 Server Boosts enthalten. Das heißt, ihr kriegt für 3 Monate 6 Server Boosts, was eigentlich komplett geisteskrank ist. Ja, weil als normaler Nitro User, wie ich zum Beispiel, der ein 100er im Jahr bezahlt für Discord Nitro und dann nur 2 Server Boosts enthalten hat, haben die Leute mit Game Pass Ultimate 3 Monate Discord Nitro Probeabo scheinbar wirklich 6 Server Boosts, also jeden Monat 2. Wenn das echt so stimmt, das wäre super krass. Der Volker hat mir gestern seine beiden Boosts auf jeden Fall schon mal gegeben, die ersten beiden. Einerseits soll das hier ein Tipp an alle sein, die das eventuell nicht wissen. Auf der anderen Seite, wenn ihr den Game Pass Ultimate nutzt und Discord Nitro noch nicht habt und das machen wollt mit diesem 3 Monate Testraum und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mir natürlich sehr gerne eure Server Boosts geben. Würde ich mich freuen, kommt mein Server auf jeden Fall noch ein Stück weit nach vorne. Ich muss auch demnächst da definitiv auf jeden Fall dafür sorgen, dass da mal wieder ein bisschen mehr los ist. Und an all die Leute von euch, die auf meinem Discord-Server sind und dieses Video hier sehen und sich immer noch keine Rolle auf meinem Discord-Server gegeben haben, ich bin echt am Überlegen, ob ich diese ganzen Leute kicke, weil mir suggeriert das Ganze ja, dass die Leute, die sich immer noch keine Rolle gegeben haben, auf meinem Server auch nicht wirklich aktiv sind. Die sind zwar da, aber kümmern sich ja nicht drum, weil sonst hätten sie sich ja höchstwahrscheinlich schon eine Rolle gegeben. Ich weiß nicht, ob ich die alle kicken soll. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt eine automatisierte Meldung jeden Mittwoch, dass diejenigen, die sich keine Rolle gegeben haben, einfach mal zusehen sollen, um sich eine Rolle zu geben. Ich kann das so weiterlaufen lassen oder vielleicht kicke ich auch einfach mal alle Leute. Irgendwie wäre es schade, aber wie gesagt, wenn man sich sowieso so gar nicht irgendwie dort mit beteiligt, ja, oder wenn man sich noch nicht mal eine Rolle gibt, dann heißt das ja für mich irgendwie, dass man auf diesem Server eigentlich gar nichts irgendwie zu suchen hat oder wie auch immer. Ist auch egal, ich werde jetzt jedenfalls den ganzen Schüssel hier gleich auf den Rechner packen, dann schneide ich das. Und es gab auf jeden Fall, glaube ich, lange keine Woche, wo so viel passiert ist. Ne? Also das ist ja auch klar, das habe ich ja auch von Anfang an beim Wochenrückblick gesagt, dass hier nicht jede Woche, jeden Tag irgendwie mega Action ist. Aber ich mag das, mir macht das Spaß, das auch so aufzunehmen. Und
Ja, es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Vorher hatte ich den Monatsrückblick. Ein Onkel Weidemann, der macht irgendwie nur alle 2 Monate mal so einen Überblick, aber der erzählt dann halt auch wirklich nur die Top-Themen, Ereignisse, Konzerte, Festivals, whatever, was er da mitgenommen hat. Ja, genau. Und wie gesagt, es gibt halt so viele Möglichkeiten, das Ganze irgendwie umzusetzen. Ich habe mich jetzt halt für diesen Schritt mit dem Wochenrückblick entschieden und bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, macht es mir eine Menge Spaß. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bin raus und wir sehen uns dann in der neuen Woche. Ich habe morgen Geburtstag. Ja, da gehe ich morgen um 12 Uhr nach Hause, aber das erzähle ich euch ja jetzt noch nicht. Das seht ihr dann im nächsten Wochenrückblick. Macht's gut und einen guten Wochenstart wünsche ich euch allen.